Madame la conseillère fédérale, Monsieur le commandant de corps, Monsieur le directeur général de l'armement, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue. Cette conférence de presse sera consacrée au message sur l'armée 2022. Madame la conseillère s'exprimera et puis nous prendrons vos questions à l'issue de la présentation. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, besten Dank, Herr Vizekanzler, Herr Korpskommandant und Armeechef, Herr Rüstungschef, geschätzte Damen und Herren Medienschaffende. Le Conseil fédéral a approuvé aujourd'hui le message sur l'armée 2022. Il propose au Parlement une série de crédits d'engagement dont l'accent principal est mis sur l'acquisition de nouveaux avions de combat et d'un nouveau système de défense solaire. Mais le message propose également des investissements afin de permettre un bon fonctionnement de l'armée. Les crédits seront notamment utilisés dans la cyberdéfense, le renouvellement des centres d'instruction en combat et l'évaluation d'un système permettant de localiser, identifier et combattre les mini-drones, enfin pour la construction et la rénovation de bâtiments. J'aimerais maintenant revenir sur le sujet principal de ce message, le programme R2030. Fin juin 2021, le Conseil fédéral a approuvé l'achat de 36 nouveaux avions de combat de type F-35A et 5 unités de feu Patriot. Des systèmes qui, suite à l'évaluation, ont présenté de loin le meilleur rapport coût-utilité. Les 36 nouveaux avions de combat remplaceront nos 25 F-5 Tiger et nos 30 FA-18 Hornet. Le Conseil fédéral propose dès aujourd'hui la mise hors service des F-5 Tiger. Le F-35A est non seulement plus moderne, mais il est également plus facile à utiliser. Les heures de vol seront réduites de 20% et le nombre de décollages et d'atterrissages sera divisé par deux. Avec le F-35A, nous pouvons réduire la consommation annuelle de kérosène et les émissions du CO2 d'un quart par rapport à aujourd'hui. Depuis le choix du Conseil fédéral en juin 2021, le DTPS a pu finaliser avec le gouvernement américain les contrats pour le F-35A. La fin des négociations et la mise au point des offres a permis de calculer avec précision le crédit d'engagement nécessaire à l'achat des nouveaux avions de combat. Le Conseil fédéral demande donc aujourd'hui au Parlement un crédit d'engagement de 6,035 milliards de francs pour les avions et de 120 millions pour les mesures de construction qu'implique leur acquisition. Geschätzte Damen und Herren, der Bundesrat hat heute die Armeebotschaft 2022 verabschiedet und beantragt dem Parlament eine Reihe von Verpflichtungskrediten. Die Armeebotschaft umfasst dieses Jahr drei Themen. Der Schwerpunkt liegt auf den Beschaffungen für das Programm R2030, die neuen Kampfflugzeuge und die bodengestützte Luftverteidigung. Gleichzeitig müssen wir den Betrieb der Armee für die Zukunft sicherstellen. Das ist ein weiterer Bestandteil der Armeebotschaft und er umfasst auch das Armeematerial. Diese Kredite setzen wir unter anderem zur Verbesserung der Cyberabwehr ein. Die Armee investiert laufend in die Weiterentwicklung ihrer Informatikinfrastruktur. Dadurch kann die Cybersicherheit erhöht werden. Zudem wird die Ausbildung mit Simulatoren weiterentwickelt. So können Soldatinnen und Soldaten in den Gefechtsausbildungszentren kosteneffizient und mit geringen Risiken trainieren. Schließlich wird mit dem Kredit für Armeematerial auch ein System zur Bekämpfung von Minidrohnen erprobt. Ein solches System wird Minidrohnen orten, identifizieren und bekämpfen. Neben dem Armeematerial beantragen wir Verpflichtungskredite für die Immobilien des VBS. In diesem Teil der Armeebotschaft geht es unter anderem um ein Hochregallager für Textilien in Thun. Damit können wir die Prozesse im Armeelogistikzentrum weiter modernisieren. In Thun existiert bereits ein solches Lager für andere Materialien. Daneben ist ein Ausbau und die Sanierung der Einsatzinfrastruktur auf dem Flugplatz in Alpnach notwendig. Dort entstehen eine neue Fahrzeughalle, eine Werkstatt und ein Werkhof.
Nun zum Schwerpunkt der Armeebotschaft 2022, das Programm R 2030. Der Bundesrat hat sich Ende Juni mit dem Kampfflugzeug F-35A und der bodengestützten Luftverteidigung Patriot für die Systeme entschieden, die in der Evaluation von allen Kandidaten den höchsten Gesamtnutzen aufwiesen und gleichzeitig am wenigsten kosten. Die Eckwerte dieser Beschaffung kennen Sie bereits. In der Armeebotschaft sind nun sämtliche Aspekte in einem Dokument zusammengefasst. Ich lege Ihnen gerne dar, welche Arbeiten wir seit der Typenwahl am 30. Juni vorgenommen haben. Es wurden die Verträge mit der US-Regierung finalisiert. Die USA haben den Letter of Offer and Acceptance unterschrieben und er tritt in Kraft, sobald die Schweiz ihn ebenfalls unterzeichnet. Der Bundesrat beantragt dem Parlament auf dieser Basis den Verpflichtungskredit. Wie bei allen Beschaffungen enthält dieser Kredit auch die Teuerung bis zur Auslieferung, eine Risikoposition und die Mehrwertsteuer. Die Aufrechnung der Teuerung und die darauf anfallende Mehrwertsteuer erklären die vermeintliche Diskrepanz zwischen der am 30. Juni 2021 kommunizierten Zahl und dem Verpflichtungskredit. Im letzten Sommer habe ich für das Flugzeug den Preis von 5,068 Milliarden Franken genannt und klar festgehalten, dass die Teuerung, die darauf anfallende Mehrwertsteuer in den USA und der Risikozuschlag darin nicht eingeschlossen sind. Es handelt sich um den Preis per Februar 2021, Stichtag für die Preisbestimmung sämtlicher Offerten. Nach Bereinigung der Angebote können wir nun den benötigten Verpflichtungskredit bis zur letzten Zahlung im Jahre 2031 genau beziffern, inklusive Teuerung und der darauf anfallenden Mehrwertsteuer. Bei den 5,068 Milliarden Franken handelt es sich also um den Preis, wie gesagt, per Februar 2021, ohne die Teuerung in den USA, wie bereits am 30. Juni 2021 festgehalten. Und beim Preis von 6,035 Milliarden Franken handelt es sich um den totalen Kaufpreis inklusive Teuerung, Risikozuschlag und Mehrwertsteuer bis 2031. Das Flugzeug ist also nicht teurer geworden. Dass der Bundesrat sich für das leistungsfähigste und kostengünstigste Flugzeug entschieden hat, ist kein rein technischer Entscheid, sondern durchaus auch ein politischer. Es geht um den besten Schutz unserer Bevölkerung und es geht um den sorgfältigen Umgang mit Steuergeldern. Und es geht um eine transparente Beschaffung, die nicht irgendwelche schwer nachvollziehbaren und unsicheren Händel einpackt. Ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ein Flugzeug zu beschaffen, welches weniger gut und darüber hinaus noch teurer ist. Für die bodengestützte Luftverteidigung größerer Reichweite hat sich der Bundesrat für 5 Feuereinheiten des Systems Patriot entschieden. Dieses erreichte im Vergleich zum zweiten evaluierten System eine viel größere Leistungsfähigkeit und einen günstigeren Preis. Seine weitreichenden Sensoren verbessern zudem das Luftlagebild. Der Verpflichtungskredit für die Beschaffung beträgt 1,987 Milliarden Franken für das System und 66 Millionen Franken für 3 neue Ausbildungsgebäude sowie die Anpassung der Lagerinfrastruktur. Das Flugzeug des US-Herstellers Lockheed Martin erreichte bei der Evaluation mit Abstand das beste Resultat. Es ist das leistungsfähigste und das klar günstigste der 4 evaluierten Flugzeuge. Für die Beschaffung von 36 Flugzeugen werden wir den vom Volk am 27. September 2020 bewilligten Kredit nicht ausschöpfen. Das maximal mögliche Finanzvolumen gemäß Volksabstimmung ist an den Landesindex der Konsumentenpreise vom Januar 2018 gebunden. Wenn wir, wie dies bei allen Beschaffungen die Regel ist, die Teuerung in der Schweiz von 2018 bis zum Zeitpunkt der letzten Zahlung im Jahr 2031 berücksichtigen, so beträgt das maximal mögliche Finanzvolumen rund 6,339 Milliarden Franken. Mit 6,035 Milliarden Franken unterschreiten wir den bewilligten Kredit also um rund 300 Millionen Franken. Auch bei der Infrastruktur geben wir nicht mehr Geld aus als nötig.
Die bestehende Infrastruktur auf den Militärflugplätzen Beuern, Meiringen und Emmen können wir weiterhin nutzen. Es braucht allerdings Anpassungen der Immobilien, wie es sie für alle evaluierten Flugzeugtypen gebraucht hätte, sowie ein neues Trainingscenter in Bayern. Hierfür beantragt der Bundesrat 120 Millionen Franken. Dieser Betrag ist viel tiefer, als man mancherorts mit Verweis auf bauliche Anpassungen in anderen Ländern lesen konnte. Das liegt daran, dass wir die Gebäude auf unseren Militärflugplätzen eben weiterhin nutzen können. Ich gehe nun kurz noch auf die Offset-Geschäfte ein. Die ausländischen Hersteller werden zu Aufträgen an Schweizer Firmen verpflichtet. Das ist kein Wunsch, sondern eine vertragliche Vereinbarung, welche in jedem Fall zu erfüllen ist. Beim Kampfflugzeug sind es 60% des Vertragswertes oder 2,9 Milliarden Franken und bei der bodengestützten Luftverteidigung 100% des Vertragswertes oder 1,3 Milliarden Franken. Sie müssen nicht Mathematiker sein, um Differenzen zum Beschaffungspreis festzustellen. Das hat seinen Grund. Wie im Parlament bereits im Rahmen der Botschaft zum Kredit erklärt, ist nicht der gesamte Betrag der Beschaffung offsetpflichtig, weil die Hersteller auch nicht den gesamten Betrag erhalten. Der Verpflichtungskredit enthält neben dem eigentlichen Kaufpreis noch zusätzliche Kostenpunkte. Dazu gehören die Teuerung und die Mehrwertsteuer, ein Betrag für allfällige technische Risiken oder auch die Leistungen der amerikanischen Regierung sowie die direkt in der Schweiz anfallenden Zahlungen. Es ist logisch, dass der Hersteller nicht zur Kompensation dieser Beträge verpflichtet werden kann, da diese Gelder ja gar nicht in seine Kasse fließen. Deshalb ist für die Offset-Geschäfte der Vertragswert maßgebend. Zusätzlich zu den 4,2 Milliarden Franken Offsets profitiert die Schweizer Industrie auch noch von 321 Millionen Franken für Aufträge, die der Bund direkt an Schweizer Firmen erteilt. Alles in allem sprechen wir also von rund 4,5 Milliarden Franken, die der Schweizer Wirtschaft zufließen. Insbesondere die sicherheitsrelevante Industrie- und Technologiebasis profitiert damit von Aufträgen. Im Tessin ist zum Beispiel ein F-35A Cybercenter geplant. Dieses und weitere Gegengeschäfte stärken die Schweizer Industrie und Autonomie. Einerseits profitieren die Unternehmen von den in der Schweiz investierten Geldbeträgen. Ebenso interessant ist, dass die Firmen damit auch Zugang zu Innovation und Technologie erhalten oder in neue Märkte eintreten können. Diese Kompensationsgeschäfte führen zum Aufbau von Know-how und natürlich zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Dies übrigens in der ganzen Schweiz. Die Hersteller müssen die Geschäfte in allen Sprachregionen verteilen. Die Offset-Geschäfte führen mich zu einem weiteren Punkt, zu dem die Arbeiten seit Juni vorangeschritten sind. Wir beabsichtigen, einen Teil unserer F-35A in Europa zu fertigen. In der entsprechenden Fertigungslinie in Cabery in Italien ist dies möglich. Wir diskutieren durch auch eine Endmontage von 4 Flugzeugen in der Schweiz bei der RUAG. Entsprechende Abklärungen laufen zurzeit auf operativer wie auf strategischer Ebene. Rüstungschef Martin Sonderegger ist diesbezüglich im Gespräch mit Vertretern der amerikanischen Regierung und auch mit Lockheed Martin und den Partnern in Italien. Ich selber führte diesbezüglich auch bereits Gespräche mit dem US-Botschafter in der Schweiz. Der F-35A wird also auch in Europa produziert und er wurde bereits von 8 europäischen Staaten bestellt. Im Dezember hat sich Finnland für ihn entschieden und neu fasst auch Deutschland eine Beschaffung ins Auge. So gesehen ist der F-35A durchaus ein europäisches Flugzeug und wird immer mehr zum Standard in Europa. Mit dem Kauf der F-35A verfolgen wir in Zukunft eine Einflottenstrategie. Damit sparen wir Kosten. Die 36 neuen Flugzeuge werden die 30 FA-18 Hornet und die 25 F-5 Tiger ersetzen. Für die F-5 Tiger-Flotte
beantragt der Bundesrat dem Parlament mit der Armeebotschaft die Außerdienststellung per 2025. Der FA-18 Hornet, die werden sukzessive durch die neuen Flugzeuge abgelöst. Ein Wert noch zur Umweltbelastung. Kampfflugzeuge verbrauchen Kerosin und verursachen damit CO2. Um die Bevölkerung vor Gefahren aus der Luft zu schützen, brauchen wir neue Flugzeuge und wir können nicht aus Umweltschutzgründen auf sie verzichten. Was wir aber können, ist, dem Umweltschutz ein großes Gewicht zu geben. Mit dem F-35A können wir den jährlichen Kerosinverbrauch und den CO2-Ausstoß der Kampfflugzeugflotte gegenüber heute um rund einen Viertel reduzieren. Das liegt daran, dass beim F-35A rund 20% weniger Flugstunden erforderlich sind als bei den anderen Kandidaten. Grund dafür ist insbesondere die vergleichsweise einfache Systembedienung und die Informationsüberlegenheit des F-35A, was zu einer Veränderung der Trainingsinhalte führt. Aufgrund der geringeren Anzahl Flugstunden reduzieren sich gegenüber heute auch die Anzahl Starts und Landungen auf rund die Hälfte. Das hat auch Auswirkungen auf die Lärmbelastung. Der F-35A ist zwar beim Start etwas lauter als der heutige FA-18. Weil wir aber weniger häufig starten, bleibt die jährliche Lärmbelastung insgesamt auf dem heutigen Niveau. Wir haben die Regionen der Militärflugplätze vor kurzem über die Ergebnisse der Lärmmessungen informiert. Auch das ist ein Aspekt, an dem wir seit Juni gearbeitet haben. Wir haben dargelegt, dass wir alles daran setzen, den Lärm weiter zu senken. Zusammen mit dem Hersteller und der EMPA wird zum Beispiel geprüft, ob wir mit einem anderen Start- und Landeverfahren den Lärm weiter reduzieren können. Darüber hinaus werden wir im Umfeld von Emmen, Meiringen und Bayern bei Bedarf weitere Schallschutzmaßnahmen wie Fenster einbauen. Geschätzte Damen und Herren, der Bundesrat will auch in Zukunft die Bevölkerung vor Bedrohungen aus der Luft schützen. Die Lage an den Rändern Europas ist instabiler geworden. Das haben wir beim letzten sicherheitspolitischen Bericht auch schon dargelegt. Das Risiko von gewaltsamen Konflikten hat zugenommen, wie wir in den vergangenen Wochen gesehen haben. Die Schweiz muss ihren Luftraum mitten in Europa eigenständig überwachen und schützen können. Der Bundesrat beantragt deshalb, die bestehenden Kampfflugzeuge und die bodengestützte Luftverteidigung durch moderne Mittel zum Schutz der Bevölkerung zu ersetzen. Die Armeebotschaft 2022 hat auch einen Einfluss auf die Schweizer Volkswirtschaft. Diese profitiert von den Investitionen in die Armee, sei es durch Aufträge, die in der Höhe von 4,5 Milliarden Franken vergeben werden, sei es durch einen Zuwachs von Know-how und Innovation, insbesondere im wichtigen Bereich der sicherheitsrelevanten Technologie- und Industriebasis. Das meine Ausführungen. Wir stehen Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Besten Dank. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Je vous passe la parole. Qui souhaite poser la première question? Monsieur Kocher. Il y a bien sûr l'initiative populaire contre l'achat de ces F-35, mais aussi une enquête de la commission de gestion du Conseil national sur le processus de choix. Est-ce que vous n'auriez pas dû ou pu attendre la fin de cette enquête avant de mettre ces achats dans le message sur l'armée? Non, on doit continuer nos travaux parce qu'on doit avoir les nouveaux avions de combat dès 2030 parce que les avions qu'on utilise maintenant seront plus, auront plus la possibilité de faire leur mission. C'est la raison pour laquelle on doit continuer. Mais bien sûr, on ne va pas signer de contrat. On va attendre les débats au Parlement concernant le message et on va bien sûr attendre la votation sur l'initiative populaire. Mais on continue nos travaux jusqu'à la signature du contrat. Monsieur Abrecht. Ja, Frau Bundesrätin, seit dem Beschaffungsentscheid des Bundesrates versuchen besonders zwei unterlegene Anbieter den Beschaffungsprozess der F-35 relativ
offensiv zu unterminieren, wenn wir gerade bei der Semantik bleiben wollen. Dazu wurden auch just klassifizierte Dokumente aus den Evaluationsverfahren an Medien und Politiker verteilt. Was für Konsequenzen leitet das VBS daraus ab? Oder gibt es überhaupt welche? Ja, das ist schwierig, Konsequenzen daraus abzuleiten. Ich bedauere es außerordentlich, dass so etwas passiert, weil sämtliche Anbieter wurden vor dem Start der Evaluation über das Verfahren und den Prozess im Detail informiert. Sämtliche Hersteller haben das Verfahren auch akzeptiert. Und ich hatte auch Kontakt mit den Verteidigungsministerinnen und Minister der Herstellerländer. Die habe ich persönlich über das Verfahren informiert und auch immer klar, deutlich, offen und transparent gesagt, dass wir das Flugzeug mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis für unser Land wählen werden. Das wurde von den Verteidigungsministerinnen und dem Minister explizit angelobt, wenn ich das so sagen kann. Sie haben sogar sich bedankt über unseren transparenten Evaluationsprozess. Wenn nun Hersteller, was ich nicht beweisen kann, was Sie sagen, klassifizierte Dokumente verteilen und herausgeben, ist das für mich sehr schade und eigentlich absolut unkorrekt. Madame Imboden. Ich habe eine Frage zu der Berechnung der Offsets. Sie haben das ein bisschen erklärt, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, weshalb bei der Beschaffung des Flugzeuges die 60% des Vertragswertes 2,9 Milliarden Franken ergeben und nicht 3 Milliarden Franken. Können Sie das wieder erklären? Also ich würde Herrn Savic bitten, dieses Detail zu erklären. Wie ich gesagt habe, es gibt den Beschaffungspreis und der beinhaltet neben dem Kaufpreis, der dem Hersteller bezahlt wird, weitere Komponenten wie die Mehrwertsteuer, wie den Risikozuschlag, wie die Teuerung. Und das ist klar, auf diese Beträge, die nicht an den Hersteller bezahlt werden, die können nicht offsetpflichtig gemacht werden. Das habe ich auch im Parlament so erklärt. Wir haben immer gesprochen vom offsetfähigen Betrag. Und der entspricht eben dem Kaufpreis und nicht dem gesamten Beschaffungspreis. Aber ich bitte Herrn Savic, das Detail vielleicht noch zu erklären. Er arbeitet jeden Tag daran. Vielen Dank, Frau Bundesrätin. Ja, im Verpflichtungskredit ist auch ein Risikobetrag enthalten. Wie gesagt, die Leistungen der US-Regierung und auch eine Mehrwertsteuer. Die Beträge, die letztlich der US-Industrie zufließen, das sind die Beträge, die relevant sind mit Blick auf die Offset-Erfüllung. Beträgt beim F-35 2,9 Milliarden Schweizer Franken. Also das heisst, 4,8 Milliarden fließen der US-Industrie zu, das wären dann 100%. Monsieur Gaffner. Nochmals zur Inflationsfrage. Sie haben das ja jetzt erklärt, also die 6 rund statt 5 Milliarden Franken, da kommt mir in den Sinn, müsste man eigentlich bei den Betriebskosten oder die berühmten 15,5 Milliarden Gesamtkosten, müsste man da nicht auch noch eine Inflation dazu rechnen. Ich meine, Arma Suisse rechnet einfach, oder 55.000 oder je nachdem 60.000 pro Flugstunde mal 5.000 und so weiter. Das unterliegt ja wohl auch einer Teuerung oder auf den Amram umgemünzt gefragt. Oder wenn man den 2040 oder wann es dann ist, ersetzen muss, neu zukaufen und Sie berechnen heute 400 Millionen. Wenn das der Franken von 2021 ist, dann haben Sie bis in so und so vielen Jahren, wenn man nur 1% rechnet, rund eine Kaufkraft noch von 300 Millionen. Das würde dann zu Gesamtkosten, wenn man so überschlagsmäßig mal anschaut, von 18 Milliarden Franken führen und nicht von 15,5, wenn man dort die Teuerung auch noch mit einrechnet. Denke ich da falsch? Ja. Ich würde mir nie erlauben zu sagen, dass Sie falsch denken. Also wir haben ja für die Betriebskosten haben wir für 10 Jahre auch eine verbindliche Offerte. Da kommt keine Teuerung drauf. Das ist fest. Das ist ein verbindlicher Betrag. Und was über die 10 Jahre hinausgeht, also ab dem 11. Jahr, haben wir gesagt, ist es schwierig, Prognosen zu machen.
Jetzt die Frage ist, da kann auch Herr Savic dann noch Auskunft geben, ob da auch eine Teuerung berücksichtigt wurde in den Berechnungen oder nicht. Wir gehen ja auch davon aus, wenn man jetzt sieht, wie gut das Flugzeug verkauft wird, wenn wir die Stückzahlen anschauen, die produziert werden und die bestellt sind und die in den Einsatz gehen, wird das eine positive Entwicklung auf die Betriebskosten haben, indem diese günstiger werden, weil ja mehr im Einsatz sind. Und das ist ein logisches Prinzip, dass die Kosten günstiger werden, wenn es mehr vom gleichen Typ im Umlauf hat. Das haben wir beispielsweise auch nicht berechnet. Das wäre auch hypothetisch. Schwierig haben wir nicht gemacht. Wir sind einfach von der verbindlichen Offerte von diesen 10 Jahren ausgegangen. Aber ich bitte Herrn Savic, mich noch zu ergänzen. Ja, im verbindlichen Angebot der USA für die ersten 10 Jahre, dort ist auch die Teuerung im Herstellerland enthalten. Was wir nach den 40er Jahren gemacht haben, ist ein Alterungsfaktor, den wir da appliziert haben, jedes Jahr ab 2040, was auch einer konservativen Betrachtung entspricht. Mit Blick auf die Lenkwaffen ist es so, dass wir ja die rund 400 Millionen in der Armeebotschaft ausweisen. In den Gesamtkosten von den rund 15,5 Milliarden ist auch ein Teuerungsanteil auf diesen Waffen enthalten. Monsieur Gaucher. La fin des Tigers en 2025, deux questions par rapport à ça. D'abord, les appareils, on va les revendre en entier à des pays plus pauvres ou alors on les vend pour les pièces, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, la patrouille suisse, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, est-ce que c'est la fin de la patrouille suisse? On va vendre ces avions. Peut-être, Monsieur Sondrecker pourra dire qui s'intéresse à ces vieux appareils. Et pour la patrouille suisse, on attend jusqu'en 2025 pour étudier et voir comment on va continuer. Si on va continuer et si on dit oui, comment on va continuer. Il y aura d'autres possibilités, mais ça, on a maintenant le temps de bien étudier et on va regarder ça. On ne pourrait pas dire aujourd'hui, c'est la fin de la patrouille suisse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, bezüglich der Weiterverwendung der F5 Tiger werden wir sicher zum Außerdienststellungszeitpunkt den Zustand dieser Flugzeuge beurteilen und den Verkauf, wie wir das bis jetzt mit den Fliegern gemacht haben aus dieser Flotte, den Verkauf anzielen und ganz sicher auch als erstes Verhandlungen aufnehmen mit den amerikanischen Behörden, die ja bis jetzt diese Tiger auch zurückgekauft haben und sämtliche anderen Optionen ebenfalls prüfen. Sie haben von einem Cybercenter im Tessin gesprochen. Könnten Sie etwas dazu mehr sagen? Wo ist es vorgesehen und womit sollte es sich beschäftigen? Ja, das Cybercenter wird mit der Firma Nozomi aufgebaut. Und Herr Savic kann genau erklären, was dort gemacht werden wird in diesem Cybercenter. Es existiert ja noch nicht. Ja, dort geht es grundsätzlich darum, dass man den Datenverkehr vom und ins Ausland überwacht mit Hilfe dieses Cybercenters. Merci, Monsieur Gasser. In der Rüstungsbotschaft schreiben Sie, dass man die Verträge 2022 eigentlich unterschreiben sollte. Danach würde es möglicherweise teurer. Dass es die Abstimmung gibt darüber, dass Unterschriften gesammelt werden, ist bekannt. Könnte gut sein, dass erst 2023 darüber abgestimmt wird. Konnten Sie das nicht einpreisen in den Betrag? Lockheed Martin kann ja auch erst ab 2027 liefern. Man hat 2 Jahre gewonnen zu den ursprünglichen Plänen. Wäre das nicht möglich gewesen, hier auch ein bisschen mehr Zeit zu geben? Ja, die Dauerverbindlichkeit der Offerten wurde zu Beginn festgelegt, also schon früh. Da war noch nicht bekannt, dass eine Volksinitiative gestartet werden wird. Dass die Verhandlungen haben früher stattgefunden. Aber wir sind daran, auch diese Möglichkeit anzuschauen. Weil die Flugzeuge werden ja dann sowieso erst geliefert ab 2025.
Die prochaine question, Monsieur, Madame Imboden. Ich habe eine Frage zum doch recht erstaunlich tiefen Risikofaktor, den Sie einberechnen bei der Beschaffung des F-35, 1,5%. Das liegt tiefer als bei allen größeren Beschaffungen der letzten Jahre des VBS, deutlich tiefer, sogar tiefer als bei Militärlastwagen, die seit Jahrzehnten im Umlauf sind. Wie erklären Sie das? Ja, das liegt natürlich daran, dass wir hier Offerten mit dem Staat haben, dass der Staat für die Preise garantiert. Und weil wir mit den Amerikanern in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht haben, auch mit dem FA-18, da hat es auch einen Risikozuschlag gegeben. Und ich glaube, da kann der Rüstungschef etwas dazu sagen. Aus den Erfahrungen, die wir in den letzten 30, 40 Jahren mit den USA gemacht haben, konnten wir hier einen, wie es scheint, relativ tiefen Risikozuschlag machen. Ja, besten Dank. Wir hatten in der Armeebotschaft 1992 für die Beschaffung des FA-18 hatten wir einen Risikoanteil von 5% eingerechnet. Das entsprach damals 160 Millionen Schweizer Franken. Wir haben jetzt 1,5% einberechnet, entspricht 82 Millionen. Das haben wir machen können, weil wir erstens den ganzen Risikobetrag aus dem FA-18-Programm integral zurückgeben konnten. Wir brauchten damals für den FA-18 keinen Franken dieser Risikoposition. Und wir haben auch bei sämtlichen FMS-Cases, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten eröffnet und geschlossen haben, nie eine Kostenüberschreitung erlebt. Und deshalb sind wir mit Berücksichtigung der hohen Seriereife, es wurden immerhin über 760 dieser Flugzeuge gebaut und sind abgeliefert. Mit dieser Seriereife, das hat uns dazu veranlasst, eben diesen Betrag nicht extra hoch einzurechnen, um das Budget auch nicht speziell hoch noch zu belasten. Monsieur Cochet. Oui, Madame Amert, vous étiez venue en juin 2020 nous présenter de grandes ambitions sur une réforme de ces processus de message sur l'armée, dans l'idée qu'on n'appellerait plus le Parlement à voter sur une liste de courses et un nombre de chaussettes, mais plutôt sur les grands principes. Est-ce que ça va... Là, on est encore sur le format classique. Quand est-ce que vous allez changer ce fonctionnement ? On va changer ce fonctionnement pour la prochaine période, pour la prochaine législature. On est en train maintenant de préparer le prochain message dans les deux variantes, pour voir comment ça fonctionne pour nous internes. Et dès la nouvelle législature, on va commencer avec ce nouveau système. D'autres questions, Monsieur Gaffner? Ja, ich wollte nur noch Herrn Savic um Präzisierung bitten. Den Wert des Schweizer Frankens, den Sie da zugrunde legen für die Teuerungsberechnung, die Sie erwähnt haben, ist das der Franken 2021, 2030 oder 2045? Bezüglich dem Schweizer Franken respektive der Schweizer Teuerung, dort eine Prognose von 30 bis 60 oder über den Zeitraum von 40 Jahren machen zu können, ist schwierig. Das haben wir nicht getan. Also wenn wir zum Beispiel die Löhne nehmen, haben wir dort keine Teuerung aufgerechnet, wie gesagt, weil es schwierig ist, verlässliche Schätzungen über die Teuerung bis 2060 machen zu können. Also das heißt 2021? Das heißt, ab 2030 spielen ja die Betriebskosten, also ab 2030. Oder die Frage dahin, welchen Frankenkurs wir berechnet haben für den Kaufpreis. Nein, den Wert des Franken, ob man den Franken von heute nimmt, also letztes Jahr, wo man den Entscheid fällte, oder dann, wenn zum Beispiel die Amram ersetzt werden muss oder irgendwann in den 40er Jahren. Ja, ich fange hinten an. Bei der Amram, wie gesagt vorhin, dort haben wir eine Teuerung in den Gesamtkosten berücksichtigt. Bei den Löhnen, wie gesagt, sprechen wir von Löhnen aus der heutigen Sicht und haben keine Teuerung von 30 bis 60 eingerechnet. Monsieur Gasser?
In den USA gibt es eine starke Diskussion bei den Finanzen des F-35. Es gab einen Beschluss des Kongresses, dass man allenfalls auch die Bestellungen, die geplanten Bestellungen reduzieren will. Hat diese Diskussion, dann ein neues Triebwerk ist auch in der Diskussion, hat diese Diskussion in den USA keinen Einfluss auf die Preis- und Risikogestaltung hier in der Schweiz? Ich gebe zu diesen Fragen auch an Herrn Savic. Wir beobachten natürlich, was auch im Ausland läuft, aber es ist nicht alles so, wie es kolportiert wird. Aber bitte, Herr Savic. Ich glaube, was ich hierzu sagen kann, ist, dass wir ja über verbindliche Offerten verfügen und an diese ist die US-Regierung auch gebunden. Sie haben recht. Kurz noch eine Frage an Herrn Sonnerecker bezüglich der Patrick Suisse. Sie haben gesagt, die 25 F-5-Tiger, die werden verkauft. Die Patrick Suisse ist ja momentan aber noch eine Kunstflugstaffel der Schweizer Armee. Das heißt, die Patrick Suisse wird keine Flugzeuge mehr zur Verfügung haben ab 2030, oder wie ist das zu verstehen? Wenn Sie vorhin unsere Erklärungen genau gehört haben, haben Sie gehört, dass wir über die Zukunft der Patrick Suisse noch entscheiden werden. Was wir heute beantragen mit der Außerdienststellung des F5 ist effektiv, wie es der Name sagt, den F5 aus dem System zu nehmen, weil er einfach sein Lebensende erreicht hat und weil wir diese Kosten auch nicht mehr tragen wollen für dieses Flugzeug. Herr Gaffner? Ja, ich wollte noch höflich fragen, ob ich eine Frage stellen kann zum PC-24. Der ja verkauft wird, das, der modernste Jet, das ist ja auch im VBS der entsprechende Dienst, den Sie anbieten. Und da erstaunt es ja schon ein wenig vielleicht an Herrn Sondrick. Ich meine, da wurde ja auch eine Analyse gemacht und man schaute genau, braucht man das Flugzeug? Man wusste auch, wie weit es fliegen kann, welches die Reichweite ist, als es gekauft hat. Und jetzt stellt man fest, das steht rum und wird nicht gebraucht. Wie ist so etwas möglich? Ja, also wenn ich etwas sagen darf, wir hatten ja, das haben Sie auch mitbekommen, in der letzten Zeit gab es auch die eine oder die andere Panne und wir haben jetzt grundsätzlich Überlegungen uns gemacht, wie wir diese LTDB-Flotte weiterentwickeln wollen für die Zukunft. Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass wir optimieren wollen, dass wir effizienter werden wollen und dass wir den PC-24 verkaufen wollen, weil er im Verhältnis wenig genutzt wurde, weil es ist ein gutes Flugzeug, das ist keine Frage, aber es ist für weite Strecken schlecht geeignet. Also, sag jetzt mal, die Raumhöhe ist nicht sehr groß. Für mich geht das tiptop. Aber ich bin von der Körperlesehöhe her kein Maßstab. Für andere ist das schwierig und auch die sanitären Einrichtungen sind für längere Strecken nicht geeignet. Und wir haben gesagt, wenn wir Flugzeuge haben, wollen wir in die Richtung gehen, dass sie für alle Zwecke nutzbar sind. Aber Entschuldigung, das hat man ja vor 2 Jahren auch schon gewusst, oder war das nicht so bei der Evaluation? Das ist länger als 2 Jahre her, die Evaluation. Aber bitte, Herr Sonderegger. Ja, ich glaube, diese Fakten waren bekannt. Es hat sich jetzt gezeigt, dass das Bedürfnis sich auch verändert hat, dass längere Strecken gefragt werden. Es geht einerseits um die technische Leistungsfähigkeit. Da haben Sie recht. Das wussten wir, als wir dieses Flugzeug beschafft haben. Und andererseits geht es auch darum, dass wir eine Optimierung der Flotte suchen, dahingehend, dass wir Piloten für gleiche Typen, dass die Piloten für mehrere Typen zugelassen sind. Jetzt haben wir 3 verschiedene Typen und jeder Typ braucht eigentlich einen Pilot und eine eigene Lizenz oder eine eigene Zulassung für diesen Flugzeugtyp. Und dort gibt es Optimierungspotenzial, dass wir eben mit einer anderen Gestaltung der Flotte auch das Piloten- respektive das Besatzungsmanagement optimieren können. Also wird es einen Ersatz geben müssen? Also das müssen Sie dann den Bundesrat fragen, ob er weiterhin einen Lufttransportdienst des Bundes für Bundesratszwecke will. Ich denke ja, aber ich würde mich nicht anmaßen, für den Bundesrat zu antworten. Also
Wir haben ja heute beschlossen, dass wir diese Flottenentwicklung jetzt anschauen und verschiedene Optionen ansehen, auch beispielsweise Chartern und so weiter. Was macht Sinn von den Kosten her und auch von der Flexibilität vom Einsatz her? Diese Arbeiten laufen jetzt an. Madame Imboden. Ich habe noch eine kurze Nachfrage zum tiefen Risikofaktor. Ich verstehe Ihre Argumentation noch nicht ganz. Sie haben gesagt, Sie haben gute Erfahrungen gemacht mit Käufen via das Foreign Military Sales Programm aus den USA und dass deshalb dieses Risiko tief ist. Beim Patriot haben Sie aber einen doppelt so hohen Risikofaktor einberechnet. Der wird ja auch jetzt und auch via FMS beschafft. Weshalb dieser Unterschied? Ja, dort ist die Systemgestaltung natürlich ganz eine andere. Der Patriot muss einerseits, die Sensoren und die Effektoren, die sind gleich, die übernehmen wir. Aber zum Beispiel die Fahrzeugplattformen, die können wir nicht übernehmen. Wir müssen diese Systeme integrieren auf schweizerische Plattformen. Sie könnten mit einem amerikanischen Lastwagen, würden Sie bei uns beim ersten Kreisel, wäre dann der Krieg vorbei für Sie, weil Sie stecken bleiben würden. Und auch die ganzen technischen Ausrüstungen dieser amerikanischen Fahrzeuge würden nicht passen auf unsere Straßenverkehrsordnung. Also das ist sicher ein Teil. Und auch die Einbindung des Patriot-Systems in die ganzen Führungssysteme der Luftwaffe ist wesentlich aufwendiger, als wir es für den Flieger brauchen. Monsieur Cochard. Juste encore une question sur la construction des F-35. Le lieu en Italie, c'est définitif ou il y a d'autres lieux qui sont à l'étude? Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de confier tout à Ruag? Quelles sont les possibilités? Also, es gibt weltweit drei Standorte, wo diese Flugzeuge zusammengebaut werden. Also, das heißt Final Assembly and Checkout, heißt der Prozess. Und das ist einerseits das Werk in Dallas, Fort Worth, das Hauptwerk von Lockheed Martin. Das ist das Werk in Gamera in Italien, in Piemont. Und es ist ein Werk in Japan. Und dort werden diese Flugzeuge in Serie gefertigt. Und wenn Sie diese Fertigungen sehen, sehen Sie, dass es sehr, sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr, sehr professionell natürlich eingerichtet ist. Mit jeder Montagelinie machen Sie auch Lernkurven. Das wäre sicher ein Thema. Wenn wir früher eingestiegen wären, wenn man das gewollt hätte, hätte man dieses Programm sicher auch anders machen können. Aber Sie müssen wissen, dass diese Länder, die diese Produktionen haben, sehr viel Vorinvestitionen und sehr, sehr teure Vorinvestitionen gemacht haben, um diese Produktionslinien auch in ihr Land zu bekommen. Monsieur Gasser. Frau Bundesrätin, Sie haben gesagt, dass Sie im Frühjahr 2021 viele positive Reaktionen erhalten haben von den Nachbarstaaten, die sich am Verfahren, am Beschaffungsverfahren beteiligt haben. Könnte es auch sein, dass halt jetzt diese Länder vielleicht enttäuscht sind, weil das Verfahren sich im Nachhinein herausstellt, dass es vielleicht nicht so transparent war? Ich habe mit einem BGÖ-Gesuch erfahren bei der Arma Swiss, dass zum Beispiel die Bewertungspunkte, diese 79 Kriterien, den Anbietern nicht bekannt waren. Und solche Dinge machen möglicherweise halt skeptisch gegenüber dem Schweizer Prozess, dem Entscheidprozess. Also wie gesagt, das Verfahren, das Evaluationsverfahren wurde im Vorfeld den Herstellern, die offerieren wollten, die eingeladen wurden zur Offerte, dargelegt. Die kannten das im Vorfeld. Sie hätten die Möglichkeit gehabt zu sagen, das ist uns nicht transparent genug, wir offerieren nicht. Oder hätten Wünsche anbringen können. Aber es wurde von diesen Herstellern, von allen, so als korrekt und gut begutachtet. Und entsprechend haben wir dieses Verfahren auch durchgeführt. Was die Kriterien angeht, da kann Herr Savic noch etwas dazu sagen. Ja, das ist korrekt, dass wir diese 79 Subkriterien nicht bekannt gemacht haben und auch nicht veröffentlichen, weil daraus Rückschlüsse auf die Anforderungen der Luftwaffe gemacht werden können und das ist nicht im Sinne der Landesverteidigung. Y a-t-il encore des questions? Nous avons épuisé les questions, donc nous concluons cette conférence de presse ici. Merci d'y avoir participé. Excellente fin de journée.